Der Freilauf, man kennt ihn. Allerdings nicht wirklich an Nabenschaltung in Deutschland, weil die Naben hier serienmäßig mit Rücktrittbremsen ausgeliefert wurden. Um das zu ändern, erkläre ich am Beispiel von Shimano, SRAM und Fichtel und Sachsnaben, wie der Umbau von einer Rücktrittbremse zum Freilauf funktioniert. Als Bonus zeige ich noch, wie man das Lagerspiel in der Nabe richtig einstellt und wie jeder mit waschechten Pfuschertricks die Teile für seinen Freilauf selber zu Hause herstellen kann, mit ganz normalem Werkzeug. Also genug geschnackt, ab geht's. Oder auch nicht, weil vorab distanziere ich mich rechtlich von dem Thema. Die Anleitung dient nämlich lediglich zur Orientierung und zeigt, was möglich ist. Ich übernehme daher keinerlei Haftung. Die Modifikation verändert nämlich den Serienzustand der Narbe und greift in die Funktion ein. Jeder ist also für seinen eigenen Umbau und für sein Handeln selber verantwortlich. So, jetzt geht's aber los. Bei Shimano-Schaltung spannen wir zuerst das Rad mit dem Bremshebel nach oben in einen Schraubstock ein. Normalerweise sind an diesen Löchern noch Speichen und ein Rad dran. Ich habe aber hier nur die Narbe mit Narbengehäuse. So, dann entfernen wir einmal die 17er Mutter und die 22er Mutter von der Narbe und ziehen den Bremshebel nach oben ab. Dann sieht man hier in der Narbenhülse ein Lager liegen, was wir rausnehmen, und danach ziehen wir noch den Bremsmantel raus. Und das reicht im Prinzip schon aus, um den Umbau zum Freilauf bei einer Shimano zu machen. Wenn man jetzt wieder das Lager reinlegt, den Bremshebel raufpackt und das Lagerspiel einstellt, hat man einen funktionierenden Freilauf an der Shimano-Narbe. Man kann das Ganze allerdings noch ein Stück präziser machen. Wir öffnen die Narbe wie vorhin beschrieben und entnehmen das Lager und den Bremsmantel. Dann ziehen wir das Rad bzw. die Narbenhülse vom Rest des Getriebes nach oben ab. Da muss man manchmal ein bisschen kräftiger ziehen, weil unten eine Plastikkappe an der Narbe sitzt. Auf dem Sperrklinkenträger sehen wir dann hier diese Zylinder. Die werden beim Rücktrittbremsen nach außen gedrückt und spreizen dann den Bremsmantel, der die Narbe dann zum Bremsen bringt. Wenn man das Ganze ohne Bremsmantel einbaut, können die allerdings während der Fahrt klappern, deshalb sollte man die entnehmen. Um die zu entnehmen, muss man oben den Sicherungsclip von der Narbe abhebeln. Das schafft man am besten mit einem Schlitzschraubendreher. Den Schlitz steckt man dann in den Spalt am Sicherungsclip und hebelt das Ganze von der Narbe ab. Aber jetzt ist Vorsicht geboten, weil die Narbe nicht mehr gesichert ist. Das bedeutet, man könnte das Getriebe nach oben abziehen. Wenn man das tut, dann muss man das gesamte Getriebe neu einstellen. Deswegen empfehle ich, ab jetzt die Narbe nicht mehr nach oben zu ziehen. Weiter darunter ist noch dieser Sprengring, den wir auch abhebeln. Und danach können wir die schwarze Scheibe darunter abnehmen. Jetzt ist es möglich, diese 5 Zylinder vorsichtig aus dem Sperrklinkenträger rauszunehmen. Durch die fehlenden Zylinder entsteht jetzt ein Abstand, den wir irgendwie überbrücken müssen. Dafür kann man sich aus einer Unterlegscheibe selber eine Scheibe basteln. Die Scheibe muss vom Innendurchmesser her auf die Achse passen. Der Außendurchmesser darf nicht breiter sein als der Sperrklinkenträger. Und die Scheibe muss so dick sein, dass sie diesen Abstand ausgleicht. Ideale Maße dafür sind in diesem Fall eine Dicke von 2,5 mm, ein Innendurchmesser von 16,5 mm und ein Außendurchmesser von maximal 28 mm. Am besten funktioniert dafür eine Unterlegscheibe für M14 Schrauben nach dem Standard DIN 125. Die kann man dann von innen auf 16,5 mm aufbohren und dann passt das Ganze Plug and Play auf die Narbe. Die Scheibe montieren wir dann, fetten die ordentlich, danach legen wir die schwarze Scheibe wieder drauf, packen den Sprengring zurück in seine Nut und schieben oben drüber den Sicherungsclip in seine Nut. Jetzt kann man das gesamte Rad bzw. die Narbenhülse wieder mit kräftigem Druck auf das Getriebe drücken, bis es einrastet. Dann kann man oben das Lager mit den Kugeln nach unten einlegen und vorher natürlich fetten. Und danach packt man den Bremshebel wieder oben drauf und zieht beide Muttern an. Jetzt musst du noch das Lagerspiel einstellen, wie ich es später im Video beschreibe, und fertig ist der Freilauf. Den Bremshebel könnte man natürlich jetzt weglassen, weil er ab jetzt unnötig ist. Allerdings ist er festgepunktet und verpresst und lässt sich nicht einfach so abhebeln. Wenn man den jetzt allerdings dran lässt, kann man seinen Rücktritt später wieder einbauen, falls es nötig ist. Bei SRAM-Narben spannen wir das Rad auch mit dem Bremshebel nach oben in einen Schraubstock ein und lösen die beiden Muttern. Das ist einmal eine 17er Mutter und darunter eine 22er Mutter. Danach nehmen wir den Bremshebel von der Narbe ab und nehmen das Lager aus der Narbenhülse. Und dann sehen wir hier drei solche Bremssegmente, die wir auch aus der Narbe rausnehmen. Danach kann man das Rad bzw. die Narbenhülse nach oben vom Getriebe abziehen. Hier sehen wir dann den Bremskonus, der in eine Richtung das Rad antreibt und in die andere Richtung dreht er sich nach oben und spreizt dabei die Bremssegmente, die wir gerade rausgenommen haben. So bremst dann die Rücktrittbremse. Von diesem Bremskonus können wir schon mal die Feder abziehen, die brauchen wir nicht mehr. Und da wir jetzt keinen Rücktritt mehr haben wollen, müssen wir verhindern, dass dieser Konus sich nach oben drehen kann. Dazu hebeln wir den Sicherungsclip mit einem Schlitzschraubendreher von der Narbe ab. Und ab jetzt müssen wir auch wieder aufpassen,
dass wir das Getriebe nicht mehr nach oben ziehen, weil man sonst das Getriebe neu einstellen muss. Falls sich das interessiert, wie man das macht, habe ich hier eine Playlist verlinkt. Da sind verschiedene Nabenschaltungen drin, wo alles detailliert erklärt wird. So, nachdem der Sicherungsclips ab ist, können wir die Anlaufscheibe abhebeln. Die Anlaufscheibe hat hier eine Phase und das aus folgendem Grund. Die Achse ist auch an einer Stelle angefasst und wenn die Anlaufscheibe auf der Achse drauf liegt, kann sie sich durch diese Phase nicht mitdrehen. Dadurch kann dann keine unnötige Reibung entstehen. Diese Anlaufscheibe müssen wir jetzt allerdings ersetzen. Das Ganze kann man allerdings mit einer normalen Unterlegscheibe machen, wenn man sie gut fettet. So, wir wollen ja verhindern, dass dieser Konus sich hochdreht. Deshalb muss die Scheibe auf die Achse passen, was den Innendurchmesser vorgibt. Sie muss so dick sein wie die jetzige Anlaufscheibe, was die Dicke vorgibt. Und sie muss breiter sein als der Bremskonus selber, damit er nicht mehr nach oben wandert. Das gibt den Außendurchmesser vor. Ideale Maße sind also für den Innendurchmesser 10,5 mm bis 10,6 mm. Der Außendurchmesser sollte maximal 27 mm sein, damit es später noch in den Bremshebel passt. Und die Dicke sollte 1,4 mm bis 1,5 mm betragen. Ideal eignet sich dafür eine M10 Unterlegscheibe nach dem Standard DIN 125 oder ISO 7089. Die müsste man dann nur noch auf die Dicke von 1,4 mm runterschleifen. Die neu gebaute Scheibe muss man dann gut fetten, weil durch Reibung ja Hitze entsteht, weil sie sich mitdreht, und aufsetzen. Danach setzt man den Sicherungsclips wieder da drüber in seine Nut. Und wie du siehst, wandert der Bremskonus jetzt nicht mehr nach oben, egal in welche Richtung du das drehst. Die Scheibe dreht sich allerdings mit und der Clips dreht sich auch mit. Das kann gefährlich werden, weil wenn dieser Clip sich lose dreht, kann während der Fahrt dein ganzes Getriebe aufgehen und blockieren. Das kann zu schweren Unfällen führen, also sei da vorsichtig. Eigentlich wäre es nämlich optimal, wenn man sich eine solche Fixierscheibe vom Fahrrad holt. Die hat ja schon ab Werk zwei Phasen. Und wenn du die auf einer Seite innen rund feilst und dann auf die passende Dicke schleifst, hast du die perfekte Fixierscheibe für deinen umgebauten Freilauf und dir kann nichts mehr passieren, weil sie sich nicht mehr mitdreht. Mit einer normalen Unterlegscheibe funktioniert das Ganze allerdings auch. Wenn das geschafft ist, kann das Rad wieder zusammengebaut werden, indem man das Rad bzw. die Nabenhülse wieder von oben auf das Getriebe setzt, das Lager mit den Kugeln nach unten in die Nabenhülse einsetzt und vorher gut fettet und danach den Bremshebel wieder aufsetzt. Hierbei ist wichtig, der Bremshebel hat drei solche Nasen und diese drei Nasen müssen an diesen drei Aussparungen im Lager vorbeigehen. Wenn du mit den drei Nasen nicht an den drei Aussparungen vorbeikommst, dann zerdrückst du dir dein Lager und musst dir ein neues kaufen, also Vorsicht dabei. Bei SRAM gibt es noch den Unterschied, dass der Bremshebel nicht an den Konus gepunktet ist. Das heißt, du kannst ihn mit roher Gewalt vom Konus abschlagen, wenn du hier einen Schlitzschraubendreher zwischen Hebel und Konus treibst und das Ganze abhebelst. Das ist allerdings sehr viel Arbeit. Danach musst du beide Muttern wieder draufschrauben und das Lagerspiel einstellen, wie ich es später im Video beschreibe. Bei Fichtel- und Sachsnaben, also eigentlich der gängigsten Nabe in Deutschland, haben wir hinten wieder den Bremshebel. Das Ganze spannen wir mit dem Bremshebel nach oben in den Schraubstock ein und lösen die beiden 17er Muttern. Danach kann man den Bremshebel wieder abnehmen und das Lager rausnehmen und auch den Bremsmantel rausnehmen. So, jetzt können wir das gesamte Rad bzw. die Nabenhülse wieder vom Getriebe nach oben abziehen und sehen den Bremskonus. Dieses Mal ist er auf einem Schneckengewinde. Dreht sich in eine Richtung und treibt das Rad an und in die andere Richtung dreht er sich nach oben ab und spreizt diesen Bremsmantel auseinander und so wird gebremst. Wir müssen jetzt aber verhindern, dass sich der Konus auf dieser Schnecke nach oben drehen kann. Wenn du dich für die Funktion einer Rücktrittbremse interessierst, verlinke ich dir mal hier ein Video von mir. Da erkläre ich dir Schritt für Schritt ganz detailliert, wie eine Rücktrittbremse funktioniert und wie man sie neu schmiert. Für den Umbau müssen wir jetzt wieder den Sicherungsclips lösen, indem wir den Sicherungsclip von der Nabe abhebeln. Danach, wie gesagt, das Getriebe nicht mehr nach oben ziehen, weil man es sonst neu einstellen muss. Das kann sehr lästig sein. So, danach nehmen wir die Anlaufscheibe ab. Die hat, wie bei der SRAM-Version, auch eine Phase, damit sie sich nicht mitdreht und keine Reibung entsteht. Und jetzt müssen wir uns eine große Scheibe suchen, die diesen Abstand zwischen dem Bremskonus und der Anlaufscheibe überbrückt, damit sie sich nicht mehr auf dem Gewinde drehen kann. Unsere Scheibe muss also auf die Schnecke passen und den Innendurchmesser von 19,5 mm haben. Sie muss in den Bremshebel später reinpassen, also darf der Außendurchmesser maximal 27,6 mm sein. Und sie muss den Raum nach oben bis zur Anlaufscheibe überbrücken, das heißt, die Dicke muss 3 mm betragen. Das kann bei manchen Naben abweichen, bei meinen Tests war es aber immer 3 mm. Um das zu erreichen, kann man entweder zwei DIN 988 Passscheiben übereinander legen,
den Maßen Innendurchmesser 20, Außendurchmesser 28 und Dicke 1,5. Dann erreicht man dieses Maß. Oder man kann eine DIN 988 Unterlegscheibe für M8-Schrauben von innen aufbohren und von außen verkleinern, sodass das Ganze passt. Man kann das allerdings auch ohne diese Scheibe machen und in Kauf nehmen, dass sich der Konus noch auf der Schnecke bewegen kann. Das mache ich jetzt mal so, damit ich euch gleich zeigen kann, wie sich das später bemerkbar macht. Zusätzlich zu dieser großen Scheibe, oder auch nicht, muss man sich dann noch die Anlaufscheibe neu bauen, damit eben diese große Scheibe vom Konus nicht nach oben gedrückt wird. Die Anlaufscheibe muss auch auf die Achse passen, breiter als der Bremskonus sein, damit er nicht mehr hochwandern kann, und die Dicke von der alten Anlaufscheibe haben. Das ist der Innendurchmesser von 10,5 mm, Außendurchmesser von maximal 27,6 mm, weil es ja in den Bremshebel passen muss, und die Dicke darf maximal 1,5 mm sein, wie beim Original. Dafür eignet sich eine DIN 125 Unterlegscheibe für M10 und die passt Plug and Play, wenn man sie ein bisschen dünner schleift. Auch hier wäre das wieder ideal, wenn man eine Fahrradfixierscheibe auf einer Seite rund feilt und sie dann insgesamt dünner schleift, damit die Scheibe sich einfach nicht mehr mitdrehen kann und keine Reibung verursacht und verhindert, dass sich der Sicherungsklips aus Versehen abdreht und die Narbe im Betrieb auseinanderfällt und man einen Unfall hat. Wenn man aber eine Unterlegscheibe benutzt, dann sollte man die auf jeden Fall gut fetten, weil sie sich ja mitdreht und dadurch Reibung und Hitze entsteht. Bei Montage muss auf jeden Fall die neue Unterlegscheibe so dünn sein, dass man da über die Nut für den Sicherungsclip sehen kann. Wenn man den Clips dann einsetzt, dann sieht man auf jeden Fall auch, wie sich die neue Anlaufscheibe mitdreht und der Sicherungsclip dementsprechend auch mitwandert. Und hier sieht man ja jetzt, weil ich die große Scheibe nicht eingebaut habe, kann der Konus immer noch bis zu einer bestimmten Stelle wandern. Das merken wir uns erstmal. Jetzt bauen wir erstmal alles wieder zusammen. Das machen wir, indem wir das Rad bzw. die Nabenhülse von oben wieder auf das Getriebe raufsetzen. Dann legen wir das Lager mit den Kugeln nach unten ein, fetten es vorher gut und legen danach den Bremshebel von oben wieder drauf. Bei Fichtel- und Sachsnaben ist es allerdings einfacher, den Bremshebel abzubekommen. Den kann man mit etwas Gewalt lösen, weil der auch wieder nur eingepresst ist. Ich habe das bei mir mit etwas Aufwand geschafft, ist nicht so einfach, aber es ist möglich. Und wenn man das gemacht hat, muss man darauf achten, dass man sich zwei Unterlegscheiben auf die Achse setzt, wenn man sonst nicht mehr an der unteren Mutter das Lagerspiel einstellen kann. Wenn man jetzt beide Muttern draufgeschraubt hat, dann muss man noch das Lagerspiel einstellen, wie ich es später im Video beschreibe. So, jetzt kommen wir aber zurück zur fehlenden großen Scheibe. Das hat dann folgende Auswirkungen, wenn man die nicht einbaut. Wenn man nach hinten in den Freilauf tritt, dann wandert der Bremskonus ja bis zu einem bestimmten Punkt und läuft dann frei. Und wenn man wieder normal in die Pedale tritt, dann muss der Konus erst diese Strecke zurückwandern, bevor er wieder das Getriebe antreibt. Und während er diesen Weg zurücklegt, tritt man erstmal ins Leere, bevor die Pedale wieder in die Narbe greifen. Das lässt sich ganz gut beobachten an der Narbe. Wenn ich hier den Freilauf bewege und dann wieder zurück in die Antriebsrichtung drehe, dann ist hier ein kleiner Bereich, in dem die Narbe nicht greift, bevor sie dann wieder greift. Genau das wird verursacht durch diese fehlende große Scheibe. Deshalb, wenn man sowas nicht haben will, große Scheibe einbauen. So, jetzt wie mehrfach versprochen, das Lagerspiel. Warum macht man das überhaupt? Das Lagerspiel stellt ein, wie fest oder wie lose die gesamte Achse im Gehäuse eingespannt ist. Das bedeutet auch, wie viel Druck ist auf den Lagern. Deswegen Lagerspiel einstellen. Wenn das zu fest ist, lässt sich das Rad nicht mehr drehen und die Pedale gehen ständig mit, beziehungsweise man kann das dann auch hören, weil es knatscht. Und wenn das zu locker ist, dann hat das Hinterrad sehr viel Spiel und die Narbe ruckelt in ihrem Gehäuse. Das Spiel wird eingestellt über diese beiden Muttern. Dazu schraubt man zuerst die erste Mutter mit der Hand auf und schaut, dass genug Druck da ist, dass die Narbe fest im Gehäuse ist, aber auch nur so fest, dass sich das Rad noch drehen lässt. Der Bremshebel sollte einen Hauch Spiel haben, das heißt ein bisschen wackeln lassen, und das Rad sollte sich frei drehen. Dann ist die Einstellung gut und man hält die erste Mutter mit einem flachen Konusschlüssel in dieser Position, damit sich das Spiel nicht mehr verstellen kann. Jetzt schraubt man die zweite Mutter auf die Achse und schraubt sie fest gegen die erste. Dabei hält man immer noch, wie gesagt, die erste Mutter mit dem flachen Konusschlüssel in ihrer Position, um das Spiel nicht zu verändern. Die zweite Mutter sorgt dann dafür, dass sich die erste Mutter auch im Betrieb nicht mehr lose dreht und das Spiel verstellt. Diesen flachen Konusschlüssel braucht man, damit man von oben die zweite gegenschrauben kann, weil das mit einem normalen Schlüssel nicht möglich wäre. So, wenn alles richtig gemacht würde, dann läuft die Narbe sanft vor und zurück, hat kein Spiel nach links oder rechts, beziehungsweise oben oder unten und lässt sich in ihrem Gehäuse nicht ruckeln. Wenn das geschafft ist, sollte auch der Freilauf problemlos laufen. Ich wollte ja auch noch ein paar Pfuschertricks zeigen, wie du die Unterlegscheiben selber zu Hause aufs Maß bringen kannst,
Und vorab ist gesagt, du kannst auch einfach zum Metallbauer oder Schlosser deines Vertrauens gehen, ihn fragen, ob der das macht und dann etwas in die Kaffeekasse stecken. Aber wenn du Bock drauf hast, das zu Hause zu machen, zeige ich dir jetzt, wie das geht. So, als erstes der Innendurchmesser. Um den Innendurchmesser zu vergrößern, kannst du das Ganze entweder mit einer groben Rundfeile machen, wenn du die Geduld dazu hast. Wenn du darauf keinen Bock hast, dann empfehle ich dir das Ganze in einer Ständerbohrmaschine mit einem Stufenbohrer, das ist so ein Kegel hier, auf den gewünschten Durchmesser aufzubohren. Beim Bohren nicht vergessen, das Ganze immer zu schmieren, weil sonst durch die Reibung dein Bohrer sehr schnell stumpf werden kann. So, als zweites, wie verändert man die Dicke? Die Dicke kannst du an deiner Unterlegscheibe anpassen, indem du die Unterlegscheibe mit einer passenden Schraube fest ins Holz reinschraubst. Dann nimmst du dir den Trennschleifer und packst da eine Schrubbscheibe drauf. Eine Schrubbscheibe ist einfach ein bisschen dicker als eine Trennscheibe. Damit kannst du Material von deiner Unterlegscheibe abschleifen, bis sie die passende Dicke hat. So, als drittes noch, wie verändert man den Außendurchmesser von seiner Unterlegscheibe? Das kriegst du ganz einfach hin, indem du dir zur Unterlegscheibe die passende Schraube suchst und dann packst du die Unterlegscheibe auf die Schraube und ziehst sie mit einer Mutter fest. Danach schraubst du eine zweite Mutter fest gegen die erste Mutter, damit sich die erste Mutter nicht mehr lose drehen kann. Das ist übrigens genau dasselbe Prinzip, wie wir es beim Einstellen des Lagerspiels haben. So, die ganze Pusher-Konstruktion packst du dann vorne ins Bohrfutter von der Bohrmaschine und spannst das Ganze ein. So, danach wird die Bohrmaschine auf einem Tisch fixiert. Ich habe das mit einer Schraubzwinge gemacht, aber besser ist das, wenn man zu zweit ist und jemand einfach die Bohrmaschine festhält. Jetzt noch den Dauerstrommodus bei der Bohrmaschine anmachen und fertig ist die Pusher-Drehbank. Während sich die Scheibe jetzt dreht, kannst du mit einem Trennschleifer und einer Schrubbscheibe Material von deiner Unterlegscheibe abtragen, bis der Außendurchmesser passt. Lass ein Abo da und schau auf meinem Kanal vorbei, wenn es dir gefallen hat. Kommentare und Likes sind auch immer gern gesehen und ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.